Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik mit einem Blick ins Zeitschriftenregal, nämlich das, was Lego gerade bzw. der Blue Ocean Verlag dort präsentiert im Mai 2018. Nexo Knights Friends, Ninja Go, da leider habe ich das aktuelle Magazin nicht, Star Wars, da wird jetzt am 12. Mai die neue Ausgabe erscheinen. Das heißt, es hat vielleicht eher historischen Wert, was ich hier zeige. Und dann noch zwei besondere Highlights, natürlich wieder City, sehr beliebt. Und jetzt neu Jurassic World, das Magazin, eine von zumindest zwei Ausgaben, die geplant sind. All das werden wir uns jetzt genauer angucken. Vielen Dank an den Blue Ocean Verlag, dass sie mir zumindest einige von diesen Zeitschriften zur Verfügung gestellt haben. Jurassic World und City habe ich selber gekauft. Da muss man auch sagen, es ist manchmal etwas haarig, die dann auch wirklich zu finden. Also Ninja Go findet man eigentlich fast immer irgendwie in den Zeitschriftenregalen. Star Wars oftmals auch beim Rest. Ja, da muss man mal teilweise auch wirklich schon den besonderen Zeitschriftenladen finden oder Bahnhofsbuchhandlung. Eigentlich schade, weil da verstecken sich wirkliche Perlen. Aber das gucken wir uns jetzt natürlich an. Ich baue mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Die Sachen sind gebaut, einige Minuten sind vergangen und wir gehen mal die Highlights nacheinander durch und fangen mit einem echten auch an, nämlich mit dem aktuellen City-Heft. Da ist es wirklich sehr bedauerlich, dass dieses nur alle 2-3 Monate erscheint, weil auch dieses Mal wirklich was drin ist, wo man sagt, mit 3,99, das ist ordentlich. Und da sehen wir schon, es ist sowohl eine Minifigur, die wir da haben, mit dem typischen Octan drauf. Das ist ja diese Marke, in Anführungsstrichen, die dann ja bei den Racing-Geschichten von Lego in der Regel irgendwie auftauchen. Wir haben ein leicht verschmitztes Lächeln bei dem Racing-Fahrer und er hat dann noch so ein Go-Kart hier und das auch sehr schön gestaltet. Zwar schön bunt auch, rot-grün, hat so ein bisschen was von Mario Kart, aber auch hinten mit dem Motor, der so ein bisschen angedeutet ist, mit diesem Auspuff, hat was. Also nö, für 3,99 definitiv. Man muss ja immer besagen, also bei den Sammelfiguren gibt es gerade mal eine Minifigur dafür. Ne? Also hier haben wir noch ein Go-Kart, das ist schon ordentlich. Wir gucken vielleicht noch mal ganz kurz in die Zeitschrift dazu. Gut, das ist natürlich das, was man eben davon kennt. Da haben wir, ja, typischerweise Comics, wir haben ein bisschen Werbung für andere Sets, wir erfahren kurz, wie man das Ganze denn aufbaut und interessanterweise geht der Comic auch gleich um unseren Rennfahrer mit dem entsprechenden Wagen, der hier auch sogar entsprechend abgebildet ist. Ja, es gibt ein paar Rätsel natürlich, Werbung, da ist die Bauanleitung auch. Naja, gut, also nichts Überraschendes, was wir hier haben. Am spannendsten ist meistens A, ist das Poster irgendwie interessant. Ja, für ein Jugendzimmer definitiv. Der Erwachsene wird das wahrscheinlich weniger nehmen. Und was gibt es denn beim nächsten Mal? Und da sehen wir hier, das ist dann leider erst am 3. Juli. Also wir müssen wieder ein bisschen warten. Da ist es dann hier das Motorrad mit dem Motorradfahrer. Auch das wieder sehr cool. Gibt noch ein bisschen Gold dazu. Und das hatte ich ja schon gezeigt, man kann einen ersten Blick hier, sieht man schon, werfen auf einen der beiden neuen Züge, die diesen Sommer ja erscheinen. Aber da habe ich einen eigenen Bericht schon mal gemacht auf der Klemmbaustein-Lyrik. Gut, das war der. Und dann kommen wir zum nächsten Highlight, auch 3,99. Und da haben wir nämlich dies hier, zum passend zum neuen Jurassic World Film. Das ist ja so ein bisschen wie auch bei den Batman-Movie-Sonderausgaben. Da gibt es dann eben nur 2 bis 4 Ausgaben. Das ist jetzt die erste dafür, jetzt gerade in diesen Tagen erschienen. Und wie wir sehen, hier, ja, es gibt ein Nest, das haben wir hier, mit 2 Eiern. Obwohl Ostern vorbei ist, hätten wir ja noch gepasst. Da rutscht es mir schon runter. So, sitzt wieder fest. Da ein bisschen was, ja, Steiniges hier, ein bisschen was Grünes. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Spannendste noch, nicht der Knochen, sondern auch ein kleiner Dino, der uns hier also noch Gesellschaft leistet. Da sehen wir es. Ja, also bei den anderen Jurassic World Sets haben wir es ja auch schon gesehen. Es sind immer kleine Dinos auch dabei. Meine Vermutung ist, das hat irgendwas mit dem Film zu tun. Die kommen da drin vor. Also ja, ist nett. Also Jurassic, das ist sozusagen ja das billigste und günstigste Jurassic World 2 Set, was man denn haben kann zurzeit. Mit 3,99, da haut es mir schon ab. Wir gucken auch nochmal kurz in die Zeitschrift. Ja, da ist natürlich auch das, was man erwartet. Allerdings auch eine Achterbahn. Leider nicht zum selber bauen, aber immerhin im Comic mit drin. Allerdings eine hier mit diesen runden Kugeln, die dann dort fahren dürfen. Das ist ja noch beim ersten Teil dann. Da finde ich zumindest das Comic, den Comic übrigens ganz witzig. Ja, den Überblick hier egal. Aber den hier, Mahlzeit hier mit unserem, ja, den kennen wir ja aus den Sammelfiguren unter anderem, ne? Den Hotdog im Brötchen, die Minifigur. Und da ist der T-Rex dann hinterher. So soll es denn auch sein, ein bisschen Rätsel und so weiter. Und es gibt auf jeden Fall auch ein zweites Heft dazu, am 7. August. Wir müssen also wieder ein bisschen warten. Da ist dann der Owen, ja, auch eine Minifigur immerhin. Wer allerdings die anderen Sets von Jurassic World hat, der hat den wahrscheinlich schon. Aber müssen wir vergleichen, ob das Gesicht denn dann neu wäre. Und er hat noch einen Beobachtungsposten. Den sehen wir da hinten.
Also das wird man dann beim nächsten Mal kriegen. Was wir schnell machen können, ist, weil ich die aktuelle Ausgabe eben leider nicht habe, das ist das neue Ninja Go Heft, am 30. April erschienen. Das erscheint ja monatlich. Dahergehend, also wird das nächste dann schon wieder Ende Mai, wahrscheinlich Anfang Juni erscheinen. Und in dieser Ausgabe ist Nia. Minifigur mit immerhin Stab. Hier sehen wir schon, also das ist das, was da aktuell für 3,99 geboten wird. Bei Star Wars, ja, ne, wer da schnell guckt, hier, der erfahrt es noch und der hat noch eine Chance, das gute Teil hier zu kriegen. Das ist eigentlich auch ganz pfiffig gemacht hier, nämlich, das ist ein Draft Spider Drit. Also ein Druide, sprich ein Roboter, der ein wenig aussieht wie eine Spinne. Deswegen Spider. Und wir sehen auch, allein diese roten Augen sind eigentlich ganz cool gelöst. Dazu dann noch, ja, hier so ein paar Beinchen, ne, die dann wahrscheinlich laufen können. Das Ganze lässt sich auch drehen. Da sehen wir es. Zack, wir drehen mal ein bisschen. Ja, das dreht sich. Aber wie gesagt, allein diese roten Augen, das hat was. Also das Teil, dem will ich nicht im Dunkeln begegnen. Aber hat eine lange Zunge, was auch immer das dann sein soll und was er damit machen kann, ist es auf jeden Fall lang. Und das allerdings gibt es nur noch bis zum, das werden wir hier schon mal, da greife ich mal vor, bis zum 12. Mai, da ist nämlich schon die neue Ausgabe dann am Erscheinen tun. Da sehen wir nämlich als cooles Extra einen Quad-Jumper. Natürlich keinen großen, aber einen kleinen immerhin. Da sehen wir ihn, also der wird dann dort entsprechend erscheinen. Ansonsten immerhin diesmal noch ein Trading Cards wieder zur Serie 3 von Ninja Go. Die gibt es dabei. Und ansonsten, ja, Comics. Wie Überraschendes. Und Werbung. Hier auch immerhin, da kann man tatsächlich mal überlegen, Luke Skywalker sich hinzuhängen, den Alten, ne, das ist der Alte, oder warum nicht mal was Böses, ne? Also je nachdem, wie die Stimmung gerade ist, dann kann man auch Kylo Ren sich dann da entsprechend hinhängen, ja, wie gesagt, Rätsel und so weiter und ein bisschen Werbung, wie wir hier sehen, auch für was Großes, den großen Millennium Falcon. Na, da fängt man jetzt immerhin schon mal an, damit die Kinder jetzt schon anfangen zu sparen und ihre Eltern zu nerven, damit zu Weihnachten dann für 800 € ein Lego-Set gibt. Jo, genau. Naja, gut, soll es auch geben. So, das war der. Übrigens auch sehr pfiffig und sehr witzig, finde ich, ist das Friends-Heft. Da ist nämlich immerhin ein Set dabei, zwar keine Minifigur, aber 33 Teile. Und die machen sich auch bemerkbar. Das ist nämlich wirklich ein kleines Set. Also da haben wir wirklich was, was nicht nur irgendwie wie aus dem Adventskalender aussieht, sondern tatsächlich auch ein bisschen Substanz hat. Das ist nämlich die Tierklinik in klein. Wir sehen, hier können wir ausspülen. Dann haben wir eine Uhr, wir haben ein bisschen was an Tinkturen, sogar ein Schnuller oder beziehungsweise so ein, ja, was zum Trinken dabei, eine Spritze. Also allein das ist schon ganz pfiffig gemacht. Und dazu dann noch hier so ein Röntgenstuhl oder auch Bestrahlung mit einer Katze. Die sehen wir hier. Also auch ein Patient, der gleich mitgeliefert wird. Allerdings weniger in diesem Fall, dass dann noch die Ärztin dabei wäre. Die müsste man sich aus dem anderen Set nehmen. Aber die Katze ist doch süß. Oh, miau. Das zieht ja immer. Deswegen zeige ich die jetzt auch mal ganz lange, diese Katze, weil Katzen ziehen immer. Da bin ich mir sicher. So, die setzen wir jetzt hier mal wieder drauf. Also wer irgendwie was mit Friends anfangen kann, kriegt hier für 3,99, finde ich. Solide Hausmannskost, um nicht zu sagen, eine Tierklinik mit putzigem Kätzchen. Da steht es ja auch noch mal. Und natürlich spannende Comics, allerdings in dem neuen Stil wieder weiterhin natürlich. Hier ist die Anleitung zum Bauen auch der Tierklinik. Ja, da habe ich mich immer noch nicht so ganz mit angefreundet, aber ja, ich glaube, die Zielgruppe, die wird wahrscheinlich dieses Knuddelige auch mögen. Wir haben auch, das ist ja immerhin bei Friends ganz interessant, da gibt es auch ein bisschen was zum Basteln. Das ist ja bei den anderen Heften eher selten. Und wir können uns auch die Mädels dann an die Wand hängen. Ja, genau. Also ich bin nicht die Zielgruppe, deswegen wird auch dieses Poster bei mir nicht hängen. Wir gucken mal kurz, was als nächstes erscheinen wird. Den Strandshop, passend zum Sommer. Und zwar das Ganze am 12. Juni, das ist nicht mehr lange hin. Ein tolles Lego-Spielset in diesem Fall, so heißt es hier zumindest. Jo, da sehen wir es auch dabei. Taucherflossen, Strandtasche, Sonnenbrille, Rollschuhe, Surfbrett, Hamster. Jo. Ja, wer nimmt seinen Hamster nicht gern mit an den Strand? Ich kenne das hier in Falkenstein, das ist unser Hausstrand hier in Kiel, da nur die Leute mit ihren Hamstern. Ne? Manchmal ein bisschen nervig, aber auch so putzig die Dinger. Okay, lassen wir das. Spaß beiseite, wir kommen zum Ernst der Lage. Nexo Knights gibt es weiterhin, also bisher noch alles im normalen Bereich. Wir sehen hier, es leuchtet quasi einem schon entgegen. Auch hier wieder Trading Cards, die habe ich mal aufgemacht, da können wir ja vielleicht einmal reingucken. Das ist aber Ninja Go, ne? Also nicht verwechseln. Wir schauen mal, welche Trading-Cards ich hier hätte. Es gibt noch eine Anleitung. Da hätten wir zum Beispiel was Glitzerndes hier. Fieser Oni-Herre. Dann haben wir hier Unterstrom. Hätte ich hier zumindest gerade wieder einen Teil von der Spielfläche.
Dann, den kenne ich doch natürlich, ja, Gemeiner Ninja Lloyd und Verrückter Chopper Maroni. Das wären jetzt die, die ich also jetzt hier hätte. Aber der glitzert doch schön. Das sieht man hier fast gar nicht. Doch, jetzt sieht man es auch im Bild hier. Okay, aber das ist natürlich nicht das, weshalb die Leute sich das holen, sondern sie holen sich es, weil es eine limitierte Goldkarte auch dabei gibt. Okay, Nummer 3. Nein, man will natürlich das hier haben. Und das ist Fred, also Fred. Nicht Fred Feuerstein, da müssen wir ja vielleicht nochmal auf das passende Ideaset warten, das gerade in der Abstimmung ist. Aber das ist Fred von Nexo Knights und er hat dabei noch ein Megaschwert. Genau, also gucken wir mal kurz. Ja, es ist Fred. Ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen. Also bei Nexo Knights bin ich ein bisschen raus. Aber er hat lila Haare und das gefällt mir per se, weil ich lila gerne mag. Und er hat zwei Gesichter, sehen wir. Also Fred kann auch, ja, Fred kann normal, so ein bisschen transsilvanisch, also vampirmäßig und... Ja, was ist das denn jetzt? Also, das ist irgendwie... Er kann auch Roboter. Ja, gut. Da muss ich mich vielleicht dann noch mal einlesen. Wer ihn kennt, wird es jetzt wahrscheinlich sagen, genau so kennen wir den Fred. Und so hat er natürlich auch sein Schwert dabei. Also, ja, so soll es denn sein. Leuchtet leider nicht im Dunkeln, ist aber schön massiv. Und wir gucken noch mal kurz ins Heft hinein. Da sehen wir das Übliche. Natürlich, ich sage es bei jedem Heft gerne dazu. Da können wir höchstens mal kurz darauf hinweisen, dass, was ich hier nicht zeige, ist das hier, weil ich es leider nicht mehr bekommen habe, das Batman-Heft, das aktuelle Nummer 4. Und da ist nämlich Harley Quinn drin. Da sehen wir sie mit ihren Rollschuhen in den verschiedenen Farben. Also, ja, gibt es seit 19. April eigentlich überall im Handel. Bei mir war es das wieder mal nicht aufzufinden. Sei ja, diese Sonderdinger kriege ich immer schwierig zu fassen. Da muss man früh irgendwo sich wieder einfinden. Na gut, also ansonsten, ja, man sieht, das Grün zieht sich hier weiter. Fred hat auch seinen Auftritt in den entsprechenden Magazin-Komponenten. Ja, man kann sich Aaron, hey Aaron, hier dann schön an die Wand hängen. Oder, was ist auf der anderen Seite? Das so grün, wie das da leuchtet, sieht das auch nach Fred aus. Nee, ein Berserker. Jo, ja, wenn man mal abends einfach nicht einschlafen will, den hinhängen, schläft man definitiv immer noch nicht. So, gut, da können wir mal gucken, geht es noch weiter? Ja, auch da gibt es ein neues Heft am 15. Mai, das ist auch schon in wenigen Tagen. Und zwar hier ein Cybersnapper. No, da haben wir ihn, den Cybersnapper mit Critter Shooter. Jo, genau, habe ich immer schon vermisst, aber da ist es. Sehr schön. Gut, das ist das, was uns also zurzeit in den Zeitschriftenläden erwartet. Highlight für mich persönlich ist weiterhin natürlich Lego City, also hier mit dem entsprechenden Kart und dann auch der Minifigur. Da kriegt man ordentlich was für Friends, definitiv auch. Ja, also eigentlich alles cool. Jurassic World, da, ja, ist okay, aber da ist noch Luft auch. Aber dafür ist es Jurassic World. Hallo, für 4,99, nee, 3,99. Das Gerücht war erst 4,99, jetzt ist 3,99. Kriegt man immerhin dann, naja, vollwertig, aber immerhin ein bisschen was von Jurassic World. Alle anderen Sets sind ja richtig teuer, aber da kommen wir ja nochmal dazu. Das werde ich ja dann auch einzeln ein, zwei davon nochmal vorstellen. Gut, das war's für heute. Vielen Dank auch an den Verlag für teilweise zumindest Rezensionsexemplare. Ich gehe jetzt in die Kinderklinik, Quatsch, in die Tierklinik, lass mir noch meine Dinos da mal durchchecken. Das passt, das könnte man sogar kombinieren, merke ich gerade. Warum nicht? Da muss ja nicht die Katze hin, hier komm weg, sondern da packen wir den Baby-Dino drauf und schon haben wir hier ein wunderschönes Crossover. Ja, siehst du, guck mal, da passt doch. Also die beiden lassen sich schon mal perfekt miteinander kombinieren, da sehen wir es. Und gut, der Fred, der ist dann unser Arzt vielleicht, ja. Nia ist ja jetzt heute mal nicht im Dienst. Gut, und dann das hier könnt natürlich auch mal, egal. Ich werde albern, das heißt, wir kommen zum Ende, das war's und tschüss.